Ja. Hallo, hallo. Ich hoffe, dass die Mikros jetzt funktionieren. Weil manchmal das eine der Mikros, deswegen habe ich jetzt Zahlen drauf gemacht, hat Übertragungsprobleme. Ich glaube, das war das Einser hier. Deswegen habe ich gleichzeitig mal das Zweier angemacht. Ne? Habe es bisher noch nicht genau herausfinden können, woran es liegt. So, heute soll es um Schwingungen gehen. Ja? Gibt immer mehr Leute, die sich mit Pendeln auseinandersetzen und Steinen. Ja? Also da gibt es ja relativ viel Informationen dazu. Ja. Sagen wir mal so, die letzten 50 Jahre oder so ist es eigentlich ja fast verschwunden gewesen und da kommt jetzt so eine Art Revival. Ne? Jetzt möchte ich für die, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, einfach mal versuchen zu erklären, wie ich das ja, zum ersten Mal erfahren habe und welche Gedanken ich mir gemacht habe, ne, und zu welchen Schlussfolgerungen ich komme. Also. So. Und zwar hatte ich einmal eine Übung gesehen, und zwar geht die folgendermaßen: Man macht einen Kreis, hier nochmal einen Kreis, dann eine Linie in die Richtung, eine Linie in die Richtung und einen Punkt. Hier, zack. Mache ich Pfeile drauf, ja, das heißt, hier drehe ich im Uhrzeigersinn, und da gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Da fällt mir gerade der Begriff unter. Bewusstsein ein. Und zwar, es gibt Leute, die machen mit einem Pendel zum Beispiel eine Erfragung, wo habe ich meine Schlüssel? Na? Und da ich ja mit Sicherheit meine Schlüssel irgendwann mal in der Hand hatte, na, und sie dann aber ja, verlegt habe. Das heißt, ich habe eine unbewusste Handlung gemacht. Ja, was ist eine unbewusste Handlung? Das heißt, ich habe meine Schlüssel in der Hand. Gehen wir mal aus. Das wäre jetzt der Schlüssel. Ja, ich wollte vorher zum Auto gehen und dann mache ich noch etwas. Ne? Und dann sehe ich, oh, hier muss ich ja noch meine Dokumente mitnehmen. Ne? Und beim hopp, zack, beim Nehmen von den Dokumenten ist der Schlüssel eben heruntergefallen. Hat mein Unterbewusstsein das jetzt aufgenommen oder nicht, bin ich mir nicht ganz sicher, aber so ähnlich funktioniert dieses Prinzip. Das heißt, über dieses Pendel, wenn man es befragt, soll man meine Muskeln oder so, jetzt, das wollte ich eigentlich erst später sagen, soll mir Auskunft darüber geben, ne? Und ich habe schon etliche Leute gesehen, die das machen, ja? Und da muss ich eigentlich nur sagen, ja, da scheint wohl was dran zu sein, ne? Also, auch wenn es verrückt klingt. Also, deswegen versuche ich hier mal zu zeigen, was ich über das Pendel durch meine, sagen wir mal, eigenen Beobachtungen herausgefunden habe. Also ein Pendel ist eigentlich nichts anderes als ein Gegenstand an einer Schnur. Ja? Und wer schon mal als Kranführer gearbeitet hat, weiß, wenn man eben hier bestimmte Bewegungen da oben rein gibt, ne, so kleine, dann sie ist unten die Amplitude auf einmal relativ groß. Ja? Und das kommt eben von diesem Punkt hier oben. Ja. Und nicht, was viele eben denken, deswegen habe ich hier dieses andere Pendel, ja,
was eben an einem Punkt aufgehangen ist, hat jetzt eine etwas limitierte Bewegung, ne, weil hier habe ich es in diese Bewegung und da. Das heißt also, meine echte Rotationsbewegung ist hier eigentlich nicht gegeben. Ja. Deswegen müsste ich das irgendwie anders noch machen. Aber mit dem Sand hat es den Vorteil. Der hat ein bisschen Wasser abbekommen, der stand am Fenster und es hat geregnet wie die Sau. So. Also, versuchen mal klar zu machen. Also eine normale Schwingung, ja, ich mache hier eine gewisse Auslenkung und dann kann ich ziemlich genau vorhersagen, wie diese Schwingung aussieht. Mal zeigen, ob man das hier sieht. Ja, also da erkennt man schon etwas, ne? Also hier habe ich meine Kreise. Hoffe, dass mein Kopf danach noch so halbwegs drauf ist, weil es sieht immer ein bisschen blöd aus, wenn man was filmt und ist so ein bisschen kopflos. Wobei das eigentlich ganz gut bei mir passt im Augenblick, weil manchmal habe ich schon den Eindruck, irgendwas ist gerade. Ne? Aber da zu dem Thema vielleicht später. Ist ein wenig persönlich. Jetzt mal zu deren Übung kommen. Ja, allzu schön ist jetzt die Figur nicht geworden, aber man sieht, es ist ein regelmäßiges Muster, das sich auf eine mehr oder weniger ja, Art immer wiederholt. Ja, das heißt, beziehungsweise nicht sofort, es verdreht sich, aber etwas, das kann ich jetzt so nicht einfach nur mit dem Pendel nicht erklären. Ich möchte hier jetzt mit diesem Pendel zeigen, was passiert. Und zwar, ich halte, gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man das Pendel hält. Ja? Und zwar, man gibt eben eine Anfangsbewegung. Ja? Also jetzt schaue ich mir dieses Bild an, ja. Und ich gebe ihm eine Anfangsbewegung, ja. Und jetzt schaue ich mir die Pfeile an. Und jetzt fängt meine Kugel an zu drehen. Und zwar in Pfeilrichtung. Ja. Ja, schön, ne? Jetzt gehe ich auf das andere. Aber. Jetzt beobachte ich die Pfeile. Es dauert ein wenig. Ja, das heißt, es ist nicht ganz so reaktiv, aber je nachdem, wie man eben gerade so schwingt, ne, also kann man da, geht es auch noch viel, viel stärker und schneller. Ne? Das hängt von der Amplitude seiner eigenen Schwingung ab. Ne? Darauf wollte ich hinaus. Ne? Also, jetzt mal noch weiter. Also, ich gebe eben noch mal eine Anfangsschwingung. Ja? Konzentrieren mich so ein bisschen oder beziehungsweise nicht konzentrieren, sondern eher ein Lascheprise, ein Loslassen. Ne? Das heißt, dann funktioniert das Ganze auch besser. Dann werden die Schwingungen besser übertragen. Also hier habe ich jetzt, mache ich jetzt mal hier ein bisschen schneller so. Also hier meine, ja, man sieht, also wenn ich selbst hier diese Bewegung so geben will, geht gar nicht so einfach. Ne? Also das heißt, das passiert in der Mikrobewegung. Ja? Also fangen wir nochmal an, eine Ursprungsbewegung. Ja? Drehen wir nochmal rechts rum. Okay. So, jetzt gehe ich zu dem Diagonalpfeil und hopp, direkt. Er schwingt jetzt genau in dieser Achse. Ja? So. Jetzt gehe ich darüber und wie durch ein Wunder dreht es auch hier nicht, sondern es geht in der Achse. Ja? Und jetzt hören wir auch mal auf. Hopp. Jetzt hört es auch auf. Das ist der Punkt. Gehen wir nochmal da hoch. Oh, wie durch ein Wunder.
die Rechtsbewegung. Und dann gerne mal ausprobieren. Ist eine, na, ist gerade losgegangen. Ja, was passiert da? Darum geht's. Wenn man es mal selbst ausprobiert hat, sieht man, dass ich das nicht hier so hier da so ihm nachhelfe. Ja? Aber trotzdem, dieses Pendel jetzt, ne, wenn ich mir sage, okay, ich visualisiere das und versuche das auf das Pendel zu übertragen, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Ja, das Pendel wird schwingen, wie es hier aufgehangen ist. Ne? Und mein Aufhängen bin ich. Ja? Das ist meine Schwingung. Was kann das jetzt im normalen Leben bedeuten? Ja? Im normalen Leben bedeutet das, wenn ich etwas mache, ja, und ich möchte es eigentlich nicht, ja, dann wird meine Handbewegung auch dementsprechend funktionieren in diese Richtung, ja. Das heißt, andersrum gesehen, wenn ich etwas wirklich will, ja, dann wird auch meine Handbewegung so sein, dass es funktioniert. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Tisch aufarbeitet, ne? Hier einen schönen Holztisch, ne? Und dann fängt man an, ja, den abzuschleifen. Ne? Entweder geht man mit der Sache heran und sagt, oh geil, ich freue mich schon, wenn man das bearbeitet und so. Ja? Und wenn ich ihm dann eine schöne Farbe gebe und wenn ich dann drüber lange und das, oder sagen, scheiße, schon wieder so ein Tisch. Er muss nachher fertig sein und hoffentlich will er das auch, hoffentlich gefällt es ihm auch. Ja, die Art und Weise, wie ich meinen Tisch bearbeite, hängt ganz stark von meiner Einstellung ab. Das sind so diese Punkte, die ich eben dabei herausgefunden habe. Ja. Mein Körper nimmt eine Schwingung auf, teilweise von außen und teilweise wird sie auch von meinen eigenen Gedanken beeinflusst. Ja, also sind zwei Einflussfaktoren, innere und äußere. Dann gibt es die einen, die sagen, da kann ich leider dazu keine endgültige Meinung dazu haben, weil die sagen, es kommt alles von innen. Also, dem kann ich nicht ganz zustimmen, weil wenn eben alles von innen käme, gut, wie sehr, sehr schwierig zu erklären, was ich da gerade meine. Und zwar versuchen wir das mal da wieder einzufädeln. Also wenn es jetzt tatsächlich alles nur von innen kommt und ein Teil ist ja so, also dem stimme ich absolut zu. Ne? Also ich weiß genau, wenn ich zum Beispiel ziemlich aufgeregt bin, genervt, ja, und unaggressiv unterwegs bin, ja, dann, was passiert dann? Ja, dann treffe ich lauter andere Idioten so wie mich. Ja. Das ist das Gesetz der Anziehung, ja, glaube ich. Oder andere nennen es auch der. Ja, nee, ich glaube, Gesetz der Anziehung ist schon der richtige Ausdruck. Ja, weil da gibt es mehrere Gesetze, nach denen unsere Schwingungen eben funktionieren. Wird ganz viel darüber berichtet, über, ja, sind sie alle, warte mal, da habe ich da mal da, so habe ich mal irgendwann angefangen mit einem Buch. Ja, das hat mir mal jemand geschenkt. Und, na, wie heißt er? Er kommt aus Amerika, Les Clés du Secret. Ne? Dann gibt
dann noch andere, die sich damit beschäftigen. Wie heißt der andere? Murphy. Ja. Murphy ist einer aus den 60ern, ja. Hat auch ein Buch in den 60ern darüber geschrieben, über Manifestation. Ja. Alles hängt hier mit meinen Schwingungen zusammen. Ja. Also deswegen ist hier dieser Versuch nicht nur ein Spielzeug, ja, sondern eine Möglichkeit, diese Schwingung sichtbar zu machen, ja, weil hier werden über ganz kleine Schwingungen, ganz kleine Bewegungen im Mikrobereich, werden eben über die Länge des Pendels, ja, sichtbar gemacht, weil meine Hand schwingt auch so, ja, oder mein ganzer Körper, ja. Nur sehe ich das nicht über das Pendel. Kann ich es sehen? Gibt dann Leute, die dann sich damit näher auseinandersetzen. Und zwar, was machen die? Die sagen dann irgendwann mal, ja, also das Pendel brauche ich eigentlich gar nicht. Sondern die sagen, ich werde meine Sensorik entwickeln und genau darauf achten, wie man schwingt. So, das geht. Also, ich habe schon mehrmals damit auch Versuche gemacht. Bin jetzt nicht der Profi da drin, aber gemerkt habe ich es. Bestimmte Sachen probiere ich aus. Muss dann sagen, okay, von Meister bist du jetzt da nicht unbedingt drin, ne? Da kenne ich andere, die spüren das besser vielleicht, ne? Aber die machen es vielleicht auch öfter, ne? Weil ich mache viele andere Sachen. Aber ist eigentlich etwas, was unheimlich wichtig ist. Dann gibt es jetzt im Sport. Da kenne ich eine, die ist Coach für Sportler. Und da habe ich auch mal einen Test mitgemacht, ne, mit ihr. Der hat bald, ja, normalerweise dauert er nicht so lange, aber der hat bald 3 Stunden gedauert. Ne? Aber das war, weil wir uns halt kennen und dann hat man halt über alle möglichen Sachen geredet. Ne? Und da streckt man zum Beispiel die Arme aus, ne? Und dann schaut sie, aha, ist der rechte Arm. Hat er eine Resistenz oder der linke? Welche ist größer? Ja, und dann macht man eine Strichliste. Aha, links das. Ja, okay. Dann wird überprüft, ja, an der Schulter, Verdrehung. Links mehr oder rechts mehr? Ja. Das merkt die Person, die das macht, ja auch, ne? Oder beziehungsweise wenn der Coach das bei dir macht, dann erkennt er das auch. Ja? Also dann kann ich selbst merken, aha, hier ist ein bisschen mehr Resistenz. Ne? Aber dann, wie immer, wie auch beim Pendel, man muss etwas entspannt sein. Ne? Also nicht so, na dann drück mal, ne? Oh, bitte. Tut dann weh. Ha? Also. Das ist dann eine Vielzahl von der Überprüfungen. Also da geht man von oben durch bis zu den Fußspitzen. Ja? Und dann hat man empirisch diese Daten sozusagen ausgewertet, ja? Und hat dann gesagt, okay, gut, der hier auf der linken Seite eher reagiert. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das könnte damit zusammenhängen, dass wir haben ja 2 Gehirnhälften. Ne? Die eine ist für das Rationale und das andere ist eben für das, ja, nicht Irrationale, aber für dieses ja, emotionale, den emotionalen Anteil. Ja? Und diese beiden, ja, meines Wissens nach, sollten in einem ausgewogenen Gleichgewicht bestehen, ja. Also nicht nur das Emotionale entwickeln, sondern auch das Rationale, ne? Das heißt, sobald da irgendwo ein Ungleichgewicht entsteht, ja,
werden wir eben, ja, verlassen wir die Wirklichkeitsebene. Ist mir mehrmals passiert und naja, glaube ich, weiß ich, wovon ich da spreche, ne? Wobei ich eigentlich immer gesagt habe, ich komme da zurück, ne? So. Wobei dieser etwas mystische Anteil hier mit Schwingungen und, ja, ist natürlich sowas von hochinteressant. Also, und den versuche ich immer zu verknüpfen mit gewissen Technologien. Ja. Welche Technologien? Das, was ich hier messe, ja. Da gibt es natürlich auch heute ja, irgendwelche Apparaturen. Ja. Und zwar, was macht denn ein Energieheiler? Ne? Der legt Hand an. Aber nicht so, sondern oben drüber. Und wenn man dann mal so drauf achtet, ja, kann man mit viel Übung, aber kann ich gleich sagen, das geht nicht von heute auf morgen, ja, sondern das muss man ein bisschen üben. Ja, und dann kann man eben bestimmte eine Sensorik entwickeln, ja, weil unser Körper ist ein super Instrument. Ja, ich will es nicht allzu lange machen. Ich glaube, dass die Techniken, die es dazu gibt, eben, wo ich eben dieses, wie man seinen Körper dafür benutzen kann, oder auch moderne Hilfsmittel, da bin ich absolut nicht dagegen. Das ist wie wenn ich gewisse Nachforschungen mache, benutze ich auch oft eine künstliche Intelligenz, um schnell an irgendeine Antwort heranzukommen, wo mir eben ja, das Fachwissen oder so nicht gerade geläufig ist. Und aber um da weiterzukommen, brauche ich dieses. Also werde ich sie benutzen und dann muss man aber immer so ein bisschen aufpassen. Wer hat denn diese also diese künstliche Intelligenz programmiert? Wer hat denn das Denken beigebracht? Und da in den allermeisten Fällen sind die Antworten richtig, aber ich habe mir so ein bisschen Spaß draus gemacht, ne, wo ich eben weiß, dass da wohl bei der Programmierung etwas geschummelt wurde, ne, sagen wir es mal schön, so kommen so auf diese Art und Weise. Und dann versuche ich so die Fragen zu stellen, so à la Columbo. Ne? Und dann merkt man, da kommt selbst die künstliche Intelligenz in Schwulitäten. Macht einen Riesenspaß manchmal. Und ich versuche mal also diese Diskussion aufzunehmen und könnt mir dann sagen, was ihr davon haltet. Also macht's gut und bis die Tage. Ciao.